Brrr. Wie Eis kann es in einem Eismeer sein? Ich weiß es nicht. Willkommen bei Let's Play Donkey Kong Country. Wir sind immer noch bei der Croctopus Safari in einem Eislevel. Das war knapp gerade, das mit dem Hai. Aber wirklich, ich dachte doch, hier war ich schon mal. Der Tigerman ähnlich. Das ist irgendwie komisch war. Okay. Okay, geh runter. Okay, gut. Und nach links unten. Nach links unten, okay. Okay, und hier vorbei. Und durch die Haie, durch den Haie. Und wir holen uns unseren kleinen Diddy-Freund. Danke, also anscheinend ist hier der richtige Weg nach draußen. Okay, schwimm, du Affe. Schwimm, schwimm, schwimm. Okay, das ist gut. Wir sind erst beim N. Oh nein, das heißt doch, dass noch ein Stück Weg vor uns liegt. Oh je. Ich mag den Level nicht. Ich mag es nicht, verfolgt zu werden. Egal von was. Oder von wem. Da war ein Geheimnis. Ist mir jetzt egal. Egal. Oh Mann. Zum Glück habe ich mir einen Speicherpunkt gesetzt, weil ich glaube kaum, dass ich hier mit den paar Leben hier noch durch diese Welt komme. Okay, hier geht's lang. Und warum tue ich wieder in den Oktopus schwimmen? Ich bin nicht blind. Ich habe gute Augen, also nicht mal so ganz fitte, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, oder? Okay, gut, also ich kenne den Weg. Ich weiß, wie ich ihn zu schwimmen habe. Okay, schwimm, 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 schwimm. Warum? Wie soll man da durchkommen, ohne sich treffen zu lassen, was? Hä? Wie soll das bitte gehen, mein lieber Gesangsverein? Was weiß ich, wie man dazu sagt. Okay. Ui, wieder dem Hai ausweichen. Blub, 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 blub. Wir sammeln ein paar Bananen ein. Wunderbar. Schießen uns wieder hier vorbei. Weichen dem Hai aus. Wir gehen dahin. Und weichen dem zweiten Hai natürlich nicht aus, weil wir an diesen Mistkerl aus der Tiefsee nicht gedacht haben. Croctopus Safari. Ah. Ja. Ein schöner Name für einen schlimmen Level. So, wir schwimmen nach oben, holen uns wieder unseren Diddy. Vielleicht hilft es ja, wenn wir wechseln, wenn wir etwas kleiner sind. Okay, da. Okay, nee, stimmt ja, ich wollte ihm ja ausweichen, aber nein, er folgt uns ja erst, wenn wir im Gang sind. Da können wir natürlich nicht ausweichen, aber, oder kann ich etwa, wenn ich nach oben drücke, noch schneller hier nach oben schwimmen oder wie oder was? Okay, wir weichen dem Hai aus in das Wasser rein. Ich glaube, es ist egal, in welches wir uns schießen, wir schießen uns einfach weiter. Papim, papum, wir weichen dem Hai aus, wir weichen auch dem zweiten Hai aus. Okay, und jetzt einfach nur tauchen. Tauchen, nach links tauchen und nach links tauchen, genau. Gute Affe. Feine Affe. Okay, wir weichen hier. Oh Mann, ihr blöden Haie! Hier ist so viel Präzision gefragt bei diesem Spiel, das ist doch nicht zu fassen. Okay. Okay, ich schwimme, ich hole mir Diddy. Ich wechsle zu Diddy, warte, bis er vorbei ist. Und jetzt drücke ich mal nach oben und... Ah, verstehe, wenn man also schwimmt, nach oben schwimmt und dabei die Richtung angibt, in die man schwimmt, dann schwimmt man noch schneller. Und das sagen sie, und das, da geben sie natürlich keine Hinweise. Nein, da muss man selbst drauf kommen. Hä? Blui. Geht das hier ab, hier? Hä? Okay, dem Hai vorbei. Okay, Croctopus. Okay, wir sinken schnell zur Seite und ebenso zur Seite. Okay, hier kann ich mich einmal treffen lassen, denn hier ist ja ein Fass. Okay, wir haben uns nicht treffen lassen, das ist schön. Okay, nach oben. Ich will nach oben. Gut, das sieht doch gut aus. Diesmal. Ich bin sowas von blöd. Okay, wir schwimmen hier in unser Leben vor einem Croctopus. Ah, ich hätte da nicht reinschwimmen sollen, weil ich doch weiß, dass da auch der Croctopus landet. Und wie landet Donkey bitte da oben in der Decke, hä? Wie ist das denn bitte möglich? Da sind so viele physikalische Gesetze gebrochen, das kann man doch nicht fassen. Okay, ich weiß, wie es geht. Und schwimm schnell nach oben, Donkey. Du willst nicht von dem Croctopus erwischt werden, genau. Aber von dem Hai, du möchtest lieber von dem Hai fressen, von dem affenfressenden Hai erwischt werden, hä? Das freut dich natürlich, hä? Okay, hier kann man nicht schneller schwimmen. Schade.
Und Funk hat es in 6. Oh, du blöde Ei, du blöde Ei, du blöde Ei. Ich mache Haifischflosse-Suppen aus dir. Ich weiß, dass es nicht erlaubt, aber bei diesem Spiel, da kann man solche Drogen aussprechen. Ist ja nicht so, als würde das der Tierschutzverein sich das anschauen, hä? Sonst würden sie doch so ein Spiel gar nicht zulassen, wo Tiere sich gegenseitig hier umbringen wollen, oder? Okay, schwimm, schwimm, schwimm. Gut. Aus dem Hai ausgewichen, gut, gut. Wieder nach rechts und nach oben, gut. Und da kommt ein Hai, genau. Wieder ins Fass rein. Ich weiß euch, mir ist genauso langweilig wie euch. Aber was soll ich machen? Ich spiele schon so gut wie ich kann. Nur wenn ich nicht weiß, wie der Level, was hier passiert, dann ist es etwas schwierig, richtig zu reagieren. Okay, nach oben geschwommen. Nach rechts. Nach oben geschwommen. Und vorbei? So, so, man kann ihm ausweichen, wenn man weiß wie. Okay, gut zu wissen. Vielleicht können wir dem anderen vielleicht da irgendwie ausweichen. Okay. Oh, hoch. Man kann ihm hier ausweichen. Das ist gut. Da wäre ein Geheimnis, das will ich jetzt aber nicht wissen. Okay. Wir sinken hier. Wir sinken. Genau. Ich habe da so das Gefühl, der Level ist gleich vorbei. Okay. Hoch, 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 hoch. Links, links, links. Okay, das ist nicht so schlimm. Wir sind sicher kurz vorm Schluss. Und deshalb kann uns dieser Oktopus erwischen. Da ist ein Fall. Eine Qualle. Nein. Nein, was ist das denn? Geh weg. Geh weg von mir. Geh weg. Ich will dich nicht. Exit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und ein Ausrufezeichen. Wir müssen diesen Level also nicht nochmal machen. Das ist doch schön. Cranky's Koje. Und ein Candy-Speicher. Oh, Himmel, Gott sei Dank. Cranky, was hast du uns zu sagen? Er ist immer noch im Dschungel. Na, sowas. Dich habe ich nicht erwartet. Besonders du bist im Dschungel. Wir sind auf einem eisbedeckten Gipfel. Früher, da waren Spiele noch Spiele. Im Knallertal gibt es viele Abkürzungen. Manche bringen dich sogar in den Himmel? Ja, habe ich schon erkannt. Naughty der Biber lässt sich leicht durch Sprung- oder Rollattacken ausschalten. Sitzt in der Klemme, dann kommt zu mir. Gut, der nächste Level wäre Glühbirnen-Drama. Ach je. Okay, wir bleiben erstmal da. Ich mache einen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Level Spaß gemacht. Ja, ich weiß, das war ironisch gemeint. Mir hat er nämlich auch keinen Spaß gemacht. Aber wirklich, Schwarzwald-Tour und Oktopus-Safari, das ist ja wohl ein Trip durchs Ehrenhaus hier. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.